Ja moin, Jan von Traded Mountainbiken hier. Wir sind heute in Harzburg mal wieder. Wetter ist super, zwar ein bisschen bedeckt, aber das wird heute noch. Und ich fahre mit Arne heute die sogenannte Klippentour. Haben wir uns selber ausgedacht, weil hier in der Ecke gibt es eine Menge Klippen. 15 Klippen, 15 Gipfelfelsen haben wir auf dem Programm. Viel Spaß. So, wir sind jetzt hier am Burgberg. Eigentlich keine Klippe, von daher zählt das nicht so richtig. Wir fahren aber gleich weiter zum kleinen Burgberg. Klippe 1, kleiner Burgberg. Großer Burgberg. Großer Jan, kleiner Arne. Right on. Richtung Kreuz des Deutschen Ostens. Wenn dann der Sachse nach dem anstrengenden Sachsenstein aufstieg, lustig war, hat er sich hier am Sachsenbrunnen gelabt. So, nächste Klippe, die sogenannte Uhlenklippe oder auch Kreuz des Deutschen Ostens hier genannt. Das Wort Uhlen, wo kommt das wohl her? Der Norddeutsche sagt, was dem einen sie Uhl, ist dem anderen sie Nachtigall. Das bedeutet, na, richtig, Uhl heißt Eule. Warte mal. Steigen wir hinauf zur Klippe. Wir wissen auch nicht, wo der Name Katnese herkommt. Wer es weiß, schreibt es auf und schickt uns eine E-Mail. Zur Info, Kreuz des Deutschen Ostens, ungefähr die Richtung. Brocken. Hier an der Rabenklippe waren, geht es weiter kurzerhand zur Hausmannsklippe. Das ist hier so ein Stück den Trail runter auf der rechten Seite. Bis gleich. Auf dem Weg zu den Hausmannsklippen. Der Weg ist irgendwie auch nicht mehr so richtig vorhanden. Schauen wir mal. Also Hausmannsklippen, eigentlich schöner Spot, aber ziemlich zugewachsen und lohnt nicht so wirklich. Wir fahren weiter ins Eckertal. Ja, wir sind jetzt hier halbe Strecke Besenbinderstieg aus dem Eckertal hoch. Anstrengend und die Leute, die früher nach Ilsenburg hier rüber gewandert sind, die waren dann auch völlig fertig und haben immer gesagt, Mensch, da bindet mir doch einer einen Besen. Also der bekannte Spruch, den man auch heute noch gerne anwendet.
Jo, kurze Mittagspause hier in Ilsenburg in der Nagelschmiede. Wir sind ungefähr, haben jetzt Halbzeit oder einmal so ein Drittel auf jeden Fall. Und danach geht's weiter hier Richtung Ilsenstein. Klippe Nummer 7 am Ilsenstein, oberhalb von Ilsenburg. Check das mal aus. Nummer 8, die Paternosterklippen mit Blick ins Ilsetal. Da drüben der Brocken. Hammer! Und da kommt auch schon der Pater. Pam, Digga. Jo, Plessenburg, jetzt keine Klippe, von daher Miete, zählt nicht. Wir fahren weiter. So, von der Plessenburg geht's weiter Richtung unterer Gebertsklippe. Das ist so grob die Richtung Westen Bremer Hütte. Stay tuned. So, jetzt der Aufstieg zur unteren Gebertsklippe. Also das ist jetzt so richtig alpin und einer macht's vor, Bikeberg steigen. Grüß und Harald. Zum Harald. Das ist ja das Schöne am Harz, ne? Es gibt auch eine Menge Spots, die jetzt gar nicht so mega bekannt sind, die aber auch irgendwie ganz ihren eigenen Charme haben. Wir sind stoked. Waldtraining, dieser Zwischensprint hoch, Hermannschaussee. Jetzt sind wir hier an den Heinrichsklippen oder Heinrichshöhe oder Hermannsklippen, Hermannshöhe, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube Heinrichshöhe, Heinrichsklippen, mit einem sehr geilen Blick Norden Richtung Scharfenschützen. So, wir sind jetzt hier an der Rangerstation am Scharfenstein. Und kurz vor sich sind wir, haben gerade noch Verpflegung gekriegt. Jetzt machen wir uns noch hoch auf die Schafenwäsche über die Nummer 11. Geschafft, Klippe Nummer 11. Schafenschenklippe. Nummer 12, Brockensplitterklippe. So, nach dem Abstieg von der Scharfenscheinklippe geht es jetzt weiter zum Eckerstausee und wieder Richtung Bad Harzburg. Nummer 13, die Rudolf-Klippe. Der Vollständigkeit halber, Nummer 14, die Winterberg-Klippe. Nummer 15, die Radau-Wasser.
Wasserfallklippe ist künstlich angelegt, von daher 14,5 würde ich sagen. Yo, wir sind wieder in Harzburg angekommen, sind 14 Klippen geworden heute. 14,5 mit dem Radarwasserfall mit der Fake-Klippe und mega geile Tour. Wäre sicher noch ein bisschen was gegangen, aber es war einfach zu geiles Wetter und der Kuchen war einfach zu lecker. Von daher nächstes Mal auf jeden Fall der eine oder andere Klippe mehr. Bis zum nächsten Mal. Ich habe eine Klippe vergessen und zwar die Schirker Feuerstein-Klippe. Prost!